Ja, hallo, ich bin Christian Göcke, Kurator der aktuellen Sonderausstellung SOS Grünes Herz, unsere Natur im Wandel hier am Schloss Friedenstein. Und ich freue mich sehr, Sie jetzt hier durch die Ausstellung zu führen. Also in der Sonderausstellung geht es um die vielfältigen Prozesse des Wandels in der Natur, die wir gegenwärtig feststellen, die ja viel in der Diskussion sind. Wir hören immer wieder vom Klimawandel, aber es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte, die durch Landnutzung, durch Ackerbau, durch Windenergie, Forstwirtschaft und so weiter bedingt sind. Und die wollen wir hier darstellen. Und in diesem Bereich stellen wir als Einleitung erstmal die Frage, was ist eigentlich Natur? Was verstehen wir darunter? Und da haben wir hier ein bisschen einen Rückblick ins 19. Jahrhundert. Das ist die Zeit, in der sich unser heutiges Naturbild geprägt hat, und stellen da erstmal schöne, romantische Natur dar, als ein romantisches Naturverständnis, und auf der anderen Seite auch dem völlig entgegenstehend ein rational, wissenschaftlich, auch wirtschaftlich geprägtes Naturbild, und diskutieren die Unterschiede und die Einflüsse, die diese Naturbilder bis heute auf uns haben. Und es gibt auch die Möglichkeit für die Besucher, hier in einem kleinen digitalen Spiel zu bestimmen, wie sie, oder für sich herauszufinden, wie sie die Natur selber sehen. Ja, hier sind wir jetzt in unserer zentralen Installation der Ausstellung. Sicherlich ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal dieser Ausstellung. Hier führen wir quasi ein in die Thüringer Natur und Landschaften heute. Und wir machen das mal auf eine etwas ungewöhnliche Art, ohne Text, einfach nur vom Eindruck. Und es ist auch etwas, was man sich selber erarbeiten muss. Wir haben hier zum Beispiel den Bereich Wald als ganz modernes, abstrahiertes Diorama. Nicht mehr das klassische Diorama, das wirklich völlig einen Lebensraum darstellt, sondern wir geben Eindrücke und haben hier quasi ein Suchspiel. Man findet Plastikmüll, man findet verschiedene Tiere. Natürlich auch dann immer wieder den menschlichen Einfluss. Und insofern, ja, ein ungewöhnlicher, etwas neuer Ansatz für Ausstellungen. Hier haben wir dann den Bereich Wasser, wo eben der Besucher selber sich seine Gedanken machen muss. Denn hier kann man Fragen auch für sich selber stellen, die man dann in der Ausstellung drumherum, wo es dann erläutert wird, vielleicht auch beantwortet findet. Und wenn man dann später nochmal hier durchkommt, wird man manches auch besser verstehen und vielleicht auch noch mehr entdecken können. Ja, hier sind wir jetzt in dem Kapitel, wo wir die Biodiversität, also die Vielfalt der Arten im Wandel, darstellen. Der Wandel der Arten ist sehr häufig bedingt heutzutage durch veränderten Landnutzung bei den sogenannten Kulturfolgern, die wir als ein Kapitel vorstellen. Wir haben Arten, die Neobiota, die wir als Menschen bewusst oder unbewusst einschleppen bei uns. Und wir stellen hier auch einige Arten vor, die selten geworden sind, ausgestorben oder sich auch wieder erholen. Wir haben hier den Apollofalter, einen Schmetterling, der seit gut 100 Jahren in fast ganz Deutschland ausgestorben ist. Und dann haben wir den Luchs, der bewusst ausgerottet wurde in Thüringen, 1819 das letzte Exemplar geschossen. Und aktuell gibt es wieder Ansiedlungsprojekte. Der Luchs ist dabei, zurückzukommen. Schließlich haben wir dann ein ganz neues Präparat, das für diese Sonderausstellung extra angefertigt wurde, ein Biber. Das ist ja wirklich eine Art, auch fast 200 Jahre in Thüringen ausgestorben. Mittlerweile sehr, sehr erfolgreich dabei, sich zu erholen. Und eine Art, die gerade in Gewässern, die sich erholen sollen, die renaturiert werden sollen, ist diese Tierart auch sehr, sehr wichtig dabei, dass sich die Ökosysteme strukturieren und besser entwickeln können. Ja, hier sind wir jetzt in einem Kapitel, wo wir Landschaften im Wandel vorstellen, also sozusagen ein etwas höheres Level als die Arten. Und hier haben wir vier Kapitel rausgepickt: Gewässer, Ackerlandschaft, Forst und Wald und Energie als Landschaftsgestaltung, und thematisieren jeden dieser Bereiche mit so einem Tischelement. Und hier haben wir jetzt mal das Thema Leben im Wasser, wo wir schematisch einen Fluss darstellen.
Das Ganze ist stark angelehnt an die Apfelstädte, aber auch ein bisschen an die Gera. Und wir stellen hier die vielfältigen Einflüsse des Menschen auf den Fluss, auf das Ökosystem und auch auf seine Bewohner dar, der leider meistens negativ ist, und diskutieren diese Aspekte und zeigen hier ganz zum Schluss in einem interaktiven analogen Element auch verschiedene Ansätze, wie man ein Gewässer renaturieren könnte, von völlig begradigt über die Schaffung von Fischhabitaten bis schlussendlich zur Anlage einer Sekundäraue mit aufwendigem Retentionsraum, was dann auch Hochwasserschutz bietet. Und das ist dann noch ein Lebensraum, wo der Biber sehr wertvoll wäre, wenn er da einwandert. Hier sind wir jetzt in dem Bereich, wo wir das Thema Forst und Wald darstellen. Die meisten Wälder in Thüringen, insbesondere der Thüringer Wald, sind ja Forster, also Wirtschaftswälder, in denen Fichten und andere Bäume zur Holzgewinnung angepflanzt werden. Und diese Wälder, die oft Monokulturen sind, sind gegenwärtig ja unter besonderem Druck durch den Klimawandel und insbesondere durch die zunehmende Trockenheit. Und dadurch sind sie ja besonders empfindlich gegen den Borkenkäfer, den wir hier sehr schön im Modell sehen. Und hier auch ein original großes Exemplar, wo man sich dann auch mal anschauen kann, wie winzig dieser Käfer ist, der unsere heimischen Wälder gegenwärtig so massiv schädigt. Wir diskutieren hier auch verschiedene Ansätze, wie man heutzutage die Wälder zukunftsfähig machen kann, und haben dann auch eine kleine Medienstation digital, wo der Besucher mal selber Forstwirt spielen kann. Ja, hier sind wir bei der Station, in der wir den Klimawandel und Klimamodelle, Klimaprojektionen erklären und präsentieren. Da zeigen wir einmal, wie sich das Klima in den letzten rund 60 Jahren in Thüringen geändert hat, wo man dann auch sehr schön hier in den Unterschieden sieht. Es gibt Bereiche, die sehr viel wärmer geworden sind. Andere Regionen hier im Thüringer Wald haben sich kaum erwärmt. Und im Niederschlag sehen wir sogar, dass es Bereiche gibt, die hier braun sind, die sind trockener geworden. Aber es gibt auch etliche Bereiche, in denen wir mehr Niederschlag haben. Hier werden dann noch Projektionen dargestellt, wie das in einem Worst-Case-Szenario und im Best-Case-Szenario sich Temperatur und Niederschlag in den nächsten gut 50 Jahren entwickeln können. Außerdem haben wir hier noch verschiedene analoge Elemente, in denen man sich genauer über Klimawandel und die Begrifflichkeiten informieren kann.